Hallo und herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Wir haben letzte Woche den Staubsaugerzettel in die Vorschlagbox gepackt und unter anderem hier George Washingtons Szene mit der Zigarre ihm ausfallen lassen. Und jetzt geben wir mal die klappernden Zähne, weil damit man denkt, ihm ist kalt und vielleicht machen wir dann Feuer. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam, vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Ich glaube, dir ist kalt, George. Hey, Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Oh. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. Können wir da eingreifen? Nee. Du großes Baby. Hey, Finger da weg. Können Sie ja nicht unterschreiben, dann kann ich die Feder wahrscheinlich mitnehmen. Sie können es ansehen, aber nicht anfassen. Wir sprechen nochmal mit George Washington. Entschuldigung. Ja? Ich hau jetzt ab. Können wir denen vielleicht Kaffee geben, sodass die, Oder sollen wir versuchen, dem eine neue, die andere Prothese zu geben? Ich speichere erstmal ab. Dann gucken wir gleich mal weiter. Das müsste hier jetzt auf E sein. Wir haben jetzt 53% des Spiels. Okay. Ich versuche mal eben, ich habe ja mal gerade gespeichert, dann versuche ich ihm mal die Zähne zu geben. Dann geben wir mal die anderen. Kannst du die gebrauchen? Nein, danke. Ich habe schon falsche Zähne. Aber dann klappern. Gut, stört ja nicht so ganz. Dann gucken wir mal weiter. Oder können wir mit dem sprechen? Mit dem Hancock? Hallo. Hallo? Ach, können wir die Decke jetzt haben? Warte mal. Besser jetzt mit dem Feuer? Viel besser, danke. Meine Zähne waren schon am Zerbröseln und die Decke hat es auch nicht gebracht. Was ist mit dem Vogel über dem Kamin? Oh, das ist ein Frühwarnsystem. Es ist genial. Der Vogel ist trainiert, die Glocke zu läuten, wenn er Rauch riecht. Dann wissen wir, dass das Haus brennt und können abhauen. Wer hat sich das ausgedacht? Red Edison, der Besitzer dieses Gasthauses. Mhm. Warum reagiert er nicht schon auf den Kamin? Ich glaube, das liegt daran, dass der ganze Rauch oben durch den Schornstein geht. Alles klar. Wer füttert den Vogel? Müssen wir also den Kamin verstopfen wahrscheinlich. Eigentlich macht es niemand. Er füttert sich selbst. Es ist eine spezielle Züchtung, die ihre Nahrung selbst produziert. Das spart Zeit. Ich denke, in der Zukunft werden alle einen haben. Aha. Toll, oder? Nettes Bild von einem Truthahn.
Schön, dass du so denkst. Die Wahl des Nationalvogels steht auf der Tagesordnung unseres Kongresses. Ich dachte, der Nationalvogel sei der Adler oder so etwas. Vielleicht läuft es darauf hinaus. Nun, es gibt da zwei verschiedene Meinungen zu dem Thema. Ben Franklin und ich sind für den Truthahn, während Jefferson und Washington einen Adler haben wollen. Aber Franklin ist ständig draußen und spielt mit seinem Spielzeug, anstatt uns zu helfen. Also steht es 2-1. Was ist so toll an einem Truthahn? Sie haben uns beim Überleben geholfen, seit wir einen Fuß an Land setzten. Sie stehen für die Dankbarkeit, dass wir hier leben dürfen und für den Fortschritt. Außerdem sind sie süß. Ich glaube, manchmal der Text, der hält das auf, der macht das Ganze ein bisschen langsamer. Was stimmt mit dem Adler nicht? Zum einen ist es ein Raubvogel. Ich glaube nicht, dass das zu uns passt. Nee, ganz und gar nicht. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Wie zum Beispiel? Häuslichen Frieden etablieren? Komm schon, das ist wichtiges Zeug. Aha. Gut. Ich muss gehen. Tschüss. Was mir gerade einfällt ist, ich hatte doch die Idee mit dem Wein und in die Zukunft schicken. Können wir den Wein nicht hier in die Zeitkapsel? Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Gut. Genau das war doch meine Idee. Hui! Wo will da jemand vergraben? Wissen wir das? Yo, Tom. Yo. Thomas. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Nun gut, jetzt, wo du den Wein dazu beigesteuert hast, werde ich sie heute vergraben. Und wo? Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Großartig. Georges Vorschlag über die Staubsauger hat die alten kreativen Säfte wieder in Fluss gebracht. Bis morgen haben wir die 9800 Verbesserungen fertig. Oh Mann. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Bis später dann. Was ist später? Was? Was passiert später? Genau, das habe ich jetzt erwartet. Okay. Also, es könnte sein, dass wir den Kamin verstopfen müssen, damit alle rausgehen. Ich wechsle mal rüber zu Bernard. Und Moment, der hat den Vertrag unterschrieben. Wir haben ihn abgeschickt, wir haben jetzt 2 Millionen Dollar. Damit können wir jetzt hingehen. Moment, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir die Zeitkapsel vielleicht finden. Haben wir eine Schaufel oder sowas? Nee, eine Brechstange haben wir aber. Ich versuche mal eben den Clown kaputt zu machen. Was haben wir denn rechts unten? Wir haben die Errungenschaft schon dafür bekommen. Obwohl wir das noch gar nicht gemacht haben, gerade eben. Was stand da? Osos Überreste. Es ist schlimm genug, die Verantwortung für seinen Tod zu tragen. Dann nehmen wir nur den Lachkasten mit. Ansonsten gehen wir mal nach draußen und gucken, wo er die Sachen vergraben hat. Und dann müssen wir mal ans Telefon gehen. Präsident krank, den Tag übernimmt. Ja, das heißt dann wohl, er wird dies nie wieder abgeben. Die Macht.
Zufällig jetzt da die Kapsel. Das ist ein Loch, geformt wie ich. Da bin ich nicht stolz drauf, aber es ist nun mal da. Nee, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen, glaube ich. Wir können in den Briefkasten schauen, aber da wird nichts drin sein. Er ist leer. Gehen wir mal weiter raus. Hat der Dieb mittlerweile das Auto mitgenommen? Nee, den Kofferraum hat er aber geöffnet. Leer. Es ist wirklich dreckig. Da steht, wasch mich im Staub. Manche Leute glauben, wenn man sein Auto wäscht, regnet es. Haben wir rausgefunden, als wir das Auto gewaschen haben in der Vergangenheit. So, ein träges altes Auto. Nochmal Weg. Irgendwie müssen wir noch graben können hier. Stillgelegte Rohre. Ich würde ja aber keine Zeit. Welch schönes, klares Wasser. Draußen bleiben? Grundstück? Ich komm nicht dran. Ich komm nicht dran. Teilweise sauberer Fluss. Hm, das sieht einladend aus. Willst du jetzt schwimmen gehen oder was? Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich dachte schon. Dafür ist jetzt keine Zeit. Können wir irgendwie graben? Also ich finde jetzt keine Möglichkeit zu graben. Dann gehen wir nochmal rein und können wir schon mal anrufen, dass wir wenigstens die 2 Millionen Dollar haben. Das ist ein Loch, geformt wie ich. Da bin ich nicht. Gut. Nichts Neues. Können wir hier gucken? Ne, dann gehen wir mal rein. Ups, da bin ich ans Mikrofon gekommen mit der Hand. Telefon war oben, ne? Ne, im Büro war doch eins. So, dann nutzen wir mal das Telefon. Modernes Design, stabile Konstruktion, alles in allem. Benutzen. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit. Sofort ist er da, Service. Danke für Ihren Anruf. Na, das ist Service. Und da ist auch schon der Diamant. Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Ja, aber eigentlich müssen wir noch mit... Mit Laverne haben wir auch noch nichts gemacht. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ah, ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend! Können wir jetzt meine Freunde zurückholen? Noch nicht. Wir haben das Hauptgerät repariert. Aber bevor wir etwas machen können, müssen beide Zeitkapseln fertig sein. Dann können wir die beiden zurückbringen. Hoagie und Laverne. Ja! Nette Leute! Thank you.
Ja. Dann würde ich erstmal sagen, ich speichere nochmal. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ja, das war's dann wieder von dieser Folge von Day of the Tentacle. Wenn es gefallen hat, kann man gerne eine Bewertung dalassen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.